Ich meine, für die Wachen ist gut. Musste keiner sein Leben lassen. Sogar schon alle gekauft. Ich wette, das ist dieser Rächer aus der Nachrichtensendung. Komm, die können wir außen schon mal alle kaufen, weil sind die so teuer. Die kaufen wir auch beide. Den kaufen wir auch. Hier kaufen wir uns auch noch zwei. Das muss erstmal reichen. Wenn die nicht immer so ultra meilenweit weg wäre, ne? Warum parkst du die denn? Nicht gemein sind, aber das ist ja wohl mal mit Abstand ein ganz doofer Parkplatz hier. Hier ist es ein normaler Parkplatz, aber pssst. Ja, wir könnten natürlich jetzt ins Bandenversteck fahren, was direkt vor uns ist. Ich würde gerne mit euch jetzt erstmal die Seen Lakeshore Wasserwerk. Das Wasserwerk von Lakeshore besitzt eine lange und gruselige Geschichte. Im Jahre 1954 fiel ein Angestellter aus der Nachtschicht in eines der Reservoire und ertrank. Obwohl die folgende stadtweite Panik wegen des möglicherweise verunreinigten Wassers nur von kurzer Dauer war, glaubt man nun, dass der Geist des Angestellten immer noch im Reservoir heimsucht. Einige Angestellte sagen aus, sie würden spüren, dass irgendwas sie ins Wasser stoßen will. Vielleicht ist es der Wind. Ja, es ist nur der Wind. Dieser Stadtteil ist eher industrieller Natur.
beste Art und Weise. Passt das halt ziemlich gut. Luftloch. Was ist denn falsch? Ich das jetzt echt so machen, wie ich das denke. Voices in the air, I hear a loud clear, telling me to wieder ein bisschen was dazugekommen. So, jetzt machen wir aber erstmal die Sehenswürdigkeiten. Arbeiten wir uns über die Wegwerfhandys, also Sehenswürdigkeit, Wegwerfhandy, Wegwerfhandy, QR-Code, Sehenswürdigkeit, Kasten, Sehenswürdigkeit, Turm, Sehenswürdigkeit und dann, je nachdem, was wir dann noch freigeschaltet haben. Verstecke heute auch noch machen. Die beiden weiß ich nicht. Und heute schon zwei. Nicht, dass damit ein Problem hätte. Windy City Shipyards. Zehntausende von Schiffscontainern müssen hier seit mehr als einem Jahrhundert jeden Tag in und aus dem Hafen gebracht werden. Die Windy City Shipyards sind eine der wichtigsten Lebensadern der Stadt Chicago. Bei all den Mafia-Aktivitäten in letzter Zeit könnten sie bald auch zu der berüchtigten Lebensdauer werden. Kein Ort, an dem sie Angel gehen sollten, wenn sie verstehen, was ich meine. Wenn man nichts gegen tote Fische hat, ist das nicht so das Problem. Wenn ihr versteht, was ich meine.
Freu dich doch, dass sie dich nicht abgeschlachtet haben. Ich muss halt irgendwie ja, kleine Planänderung, aber nur eine kleine. Been through so much, baby, you and I. Ich weiß nicht, dass die Konvois automatisch starten, wenn ich da vorbeifahre, muss ich seine Straße da gebieten, aber ich erinnere mich noch nicht. We'll be all known to each other until we're where you know. Now another cold night in Chicago. Mann, ja. Das weiß ich nicht. Sie haben mir diesmal einen größeren Job gegeben. Der Typ wollte aufsteigen und sie haben ihm aufgeladen. Sie wollten, dass ich sehe, was mit so jemandem passiert. Als Warnung. Als der Typ sie bemerkte, fährt sie auch schon über ihn her. Zwei Zähne landeten auf meinem Fuß. Ich habe sowas früher schon gesehen. Sogar selbst gemacht. Sowas verunsichert mich nicht. Und das wussten sie. So prügelten sie immer weiter. Ja gut, das ist vielleicht nicht so erfreulich. Das ist vielleicht nicht so erfreulich. Das ist alles andere als gut. Wenn wir uns jetzt was einlassen. Da etwas. Ja, toll, liegt jetzt auf der anderen Seite vom Zaun oder was? Mist, ich muss mich beeilen. Thank you.
hasse diese Zeitlupenfähigkeit. Keine Ahnung. Ich dachte, er springt rüber. Aber nein, er denkt sich so. Ach, nach unten ist doch eine gute Idee. Ohne gemein zu sein, nach unten war eine Top-Idee. Man kann es nicht wissen, bis man es versucht. Dass die sich den Hacker vorknüpfen. Aber alle haben so getan, als wären die keine Bedrohung. Nee, von hier komme ich auch nicht hoch. Und den beiden sowieso nicht. Der Lift ist viel zu niedrig. Überhaupt irgendwas zu erreichen, weil man hat ja gerade gesehen, wie toll er springen kann. Muss doch irgendwas bringen, dass ich hier hochfahren kann. Yeah.
Autos, die spawnt. Weil die Mission von vorne gestartet wurde. Muss wo ist nur der QR-Code? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? Wo ist denn der? Und Glückwunsch zum neuen Job. 25% Gehaltserhöhung. Fantastisch. Den Flachbildfernseher hast du dir verdient. Dein Status-Update haben wir auch gesehen. Schön, dass du eine verwandte Seele getroffen hast. Deine Tochter wird so schnell groß. Geht schon allein zur Schule. Die Kreuzung auf dem Bild hinter ihr, die kennen wir. Ist eine sichere Wohngegend. Man muss nicht mal die Tür abschließen. Ja, so sicher scheint die ja nicht zu sein, offensichtlich. Tragt ja nicht weiter eure eigene Tragödie. Wacht auf! Die Kästen. Dann die Sehenswürdigkeit und dann den Turm. Das war der neue Plan. Hey! Das Auto teuer! Ich bin hier wegen dem Ausfall. Ja, 25% habe ich gerade gehört. Oh, danke, dass ich das ganz toll mache. Wenn die wollen, dass ich bleibe, muss die Lohn erhöhen. Ist mir aber ehrlich gesagt egal.
auch.